halt so weitermachen als Player. So. Der und Player? Mit was playt der denn? Mit den Legos? Ich hab mir in der Villa nichts zu Schulden kommen lassen. Nee. Ich finde auch, der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, oder? Nö, ich finde das völlig normal. Also ich finde meine Beziehung immer so. Oh Gott, bitte, Freunde. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Patrick hat das Video noch nicht gesehen, wie meistens bei Temptation. Ich habe es schon gesehen, aber ich habe nur drüber gesappt. Tatsächlich bei den spannenden Stellen habe ich dann doch nicht seppen können. Da habe ich das schon angeguckt. Es wird krass. Es wird so, wie wir es nicht erwarten. Also wie du es nicht erwartest, weil ich habe es auch nicht so erwartet. Und muss dazu sagen, zum ersten Mal habe ich so richtig wirklich im Reality-TV gespürt, dass diese Szene nicht gespielt ist oder diese Gefühle nicht gespielt waren. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das wirklich real, also Reality war. Und deswegen, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Haltet euch wirklich fest. Emotionen, sein Urgroßvater, Drama und Eskalation, dessen Urgroßvater, von dem Urgroßvater nochmal den Urgroßvater. Alles klar. Achtung. Los geht's. Ah ja, stimmt. Udo. Aber guck mal, Jakob direkt so, boah. Ey, das ist ja am Hetzen, ist doch egal. Ja, aber der hat das Gleiche doch. Die haben doch alles Gleiche mit den Mädels gemacht. Weißt du, der Henrik hat den Salat trockenschnibbeln lassen. Der Jakob hat die Melonen mal bespritzt mit Pestizide, so weißt du. Und wenn die Frauen das dann so machen, und ne, dann ist das jetzt, boah. Das geht gar nicht. Ja, aber es ist ja genau andersrum, außer die Frauen denken genauso wie die Männer, obwohl die es genau das Gleiche machen. Ja, ja. Als Diogo mir meine Beine so hoch und dann dahin mit seinem Ding und er, so wurde ich schon richtig lange nicht mehr gepackt. Das war schon sehr geil. Ja gut, aber ich vermute ja wirklich, dass die Emmy so im TV oder generell wahrgenommen werden möchte. Die hat ein Promi-Flash-Interview gegeben, das habe ich heute gesehen, so ein kurzes Statement, dass über das Thema, also ich glaube ja, sie will hier so sein, ne? Also sie will sich so verkaufen, dieses Image haben, ne? Weil das schon sehr auffällig ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Freunde, aber ich glaube, dass es einfach sehr auffällig ist, dass sie das so möchte. Oh mein Gott! Wie angewidert er immer guckt, der Jakob, ne? Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das mal mache. Digga. Mhm. Wollt ihr da jetzt noch irgendwas von mir hören? Oder? Ich glaube, du brauchst dazu gar nichts mehr zu sagen. Aber ich sag dir ehrlich, das ist doch keine Frau, Digga. Wie kann man sich denn... Was hat er gerade gesagt? Das ist doch keine Frau. Ich weiß, ich habe das verstanden, also. Akustisch. Das war doch aber nicht... Ja. Das war doch aber nicht gerade so im Ernst, dass er sagt, das ist doch keine Frau. Ist er dann kein Mann? Dann ist er doch kein Mann. Boah, der triggert mich, der Jakob. Der triggert mich immer wieder, ne? Sagt er einfach, die ist doch keine Frau. Ja, ich find's auch nicht gut, was sie macht. Aber auch sie darf sich nehmen, was sie will, wenn sie es für sich doch entscheidet, oder nicht? Es ist natürlich falsch, in der Beziehung das zu machen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es geht jetzt darum, dass der Jakob sagt, sie ist doch, das ist doch keine Frau. Was ist das denn? Welchem Zeitalter lebt der denn? Ich bin ja schon teilweise, ne, in meinem Zeitalter stehen geblieben, wegen Werten und so. Aber was ist das denn? Ja. Oh. Selbst so? Genau. Danke, Bruder. Selbst so in, ja, selbst verarschen. Das war... Was? Wie danke, Bruder? Das verstehe ich auch nicht. Für was denn danke, Bruder? Ja, ich bin so verstanden. Boah, dieser Typ, ne, der ist auch so, ne, den braucht kein Mensch. Wie die Grillzange, ne, wissen wir ja. Mehr als demütigend, also ich weiß gar nicht, ob es noch einen Begriff dafür gibt, der vielleicht darüber geht. Was bedeutet das jetzt für dich, nachdem du die Bilder gesehen hast? Ja, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Aber du kannst das Positive draus sehen. Ja, so. Natürlich, da kannst du nur Positives rausziehen. Aber die hat den Jungen blamiert bis zum geht nicht mehr. Das verstehe ich auch, aber du weißt so da jetzt zumindest, wo du bist. So hat das auch klingt. Naja, also ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt mit umgehen soll, aber für die Vorstellung werde ich jetzt keinen Rückflug irgendwie antreten und von der Insel verschwinden. Damit würde ich ihr am Ende noch einen Gefallen tun. Ich bin auch sehr sprachgewandt, aber jetzt fehlen mir leider die Worte auch. Bleibst du hier? Ja, natürlich bleibe ich hier. Der triggert mich aber auch sehr. Jakob, ne? Der triggert mich auch hart. Henrik. Unangenehm! Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's eigentlich so wie auch in den letzten Tagen nicht sonderlich. Ja, wie denn? Gut.
Ich bin sehr viel in Gedanken mit mir selbst und ich merke einfach, dass ich Paulina brauche. Sie hat mich zum besseren Menschen gemacht. Ich liebe sie über alles. Ich vermisse sie jeden einzelnen Tag. So. Ich wusste, dass du das schon machst jetzt. Der spricht halt von Liebe, ne? Der spricht von Liebe. Von den 8 Leuten, die da sind, kann für mich nur Kate von Liebe sprechen. Wenn ich Kate ganz ehrlich bin. Von Liebe sprechen? Ja, diese Abhängigkeit, die die untereinander haben? Nein, aber das ist die Einzige, die jetzt wirklich... Ja, ich meine jetzt wieder anders. Die mit Yogo vorher auch so ein bisschen so, hä, das war ein bisschen so hin und her, weißt du? Aber die sich am besten benommen hat, meinst du? Weil über Liebe, Definition lässt sich auch bei denen streiten. Ja, hast du ja selber, ich glaube, ich weiß aber, was aber du so meinst. Ja, meine ich, dass die jetzt am wenigsten zu Schulden kommen lassen. Genau, genau. Dass, wenn sie sich wirklich lieben so, dass das man eher als, als Liebe auslegen kann, als hier, ja, true. Ja, das ist ja, also, Freunde. Die Zeit geht nicht vorbei, es kommt mir vor, als wäre ich seit einem halben Jahr hier. Ja, mir geht's echt nicht gut. Ich muss sie unbedingt wiedersehen. Womit rechnest du heute? Ich hoffe einfach, dass Paulina nicht vergessen hat, was wir besprochen haben. Und ich hoffe, aber der Henrik hat das aber vergessen, dass die auch besprochen hatten, dass er keinen Alkohol trinkt. Das hat er schon beim zweiten Abend vergessen. Beim ersten Abend schon. Ja, auf jeden Fall ziemlich an der zweiten Folge. Wer weiß, ob die vom ersten Tag... Ja. Ja, stimmt. Das war aber die zweite Folge. Da hat er schon vergessen, der hat Alkohol... Ne. Ne? Also, da, wo der Jakob oder der Dings, der Juliano ihn so aufgehetzt hat. Juliano hat ihn aufgehetzt, genau. Und da konnte er nicht standhalten, genau. Ich fand nicht, dass die ganzen Typen in der Villa immer wieder auf sie einreden, wenn sie vielleicht was sieht, was in der Situation aussieht. Was sieht, was in der Situation aussieht. Eine Situation kann nicht aussehen, wenn es die Situation nicht gibt. Eine Situation kann nur aussehen, wenn es die Situation auch gegeben hat. Boah, das war die perfekte Definition. Das war, oder? Applaus für mich, oder? Ja. Also, ja, das weiß doch jeder normale Mensch. Ja. Och, Henrik. Dass sie dann einfach irgendwie denkt, dass da vielleicht was dran ist, obwohl es nicht so ist. Ach so. Ich habe mir in der Villa nichts zu Schulden kommen lassen. Nee. Genau, die Trockenblumen rupfen in alle möglichen Richtungen und in allen möglichen Lagen. Das hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen. Das war jemand anders. Und das ist für eine Partnerin auch überhaupt nicht erniedrigend. Also ich finde auch, das kannst du jeden Tag machen. Das ist gar nicht schlimm. Na gut. Und ich finde auch, saufen bis zum Umfallen auch völlig in Ordnung. Also es ist auch sehr förderlich. Und hinterm Busch verschwinden. Ich finde auch, der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, oder? Nö, ich finde das völlig normal. Also ich finde meine Beziehung immer so. Oh Gott, bitte, Freunde. Außer die eine Situation, die ein bisschen blöd aussah, die ich auch komplett aufgeklärt habe mit allen so. Ja, die sah nur blöd aus. Und deswegen hat er das schon aufgeklärt. Sah nur blöd aus. Dann ist ja gut. Genau, und weil wir alle das ja auch wissen, was wirklich da hinten stattgefunden hat, Hashtag nicht, ist das doch in Ordnung alles, oder? Ja, dann ist doch alles super, oder? Butter bei der Fische. Und, Ja. Ich bin sehr gespannt. Du kannst auch definitiv gespannt sein, weil Paulina hat einen Verführer kennengelernt, dem sie sich von Tag zu Tag besser versteht. Ja. Ja. Uh-oh. Ja. Boah. Ich finde, Dominik ist auf jeden Fall eine 10. Einfach, weil er ein sehr attraktiver... Was denn? Sag ruhig deine Meinung offen. Nee, weil ich muss jetzt wieder an Io the One denken. Wo der Max gesagt hat, ja, die ist hier von 10 von 10. Genau, es geht zu viel des Guten. Das Gleiche ist schon wieder so. Ich war voll jung, ich würde das sagen, Alter. Oder ich würde das sagen. Junge, der wird zu vom Balkon fliegen, Alter. Sag ich. Ne? Ehrlich. Alter. Attraktiver Mann ist und ich mich einfach super gut mit ihm verstehe auf jeder Ebene. Merkst du, dass du, aber man merkt eben die Stimmung, also man spürt ja schon, dass er es ernst meint, ne? Boah, der ist nervös wie Frittenfett, ey. Ja, richtig Frittenfett. Der ist richtig schon drüber. Das läuft schon so über, das Frittenfett. Arm zu halten, mein gutes Gefühl. Ich finde, er ist ein toller Mann. Ich mag ihn sehr gerne. Also ich finde auch, ne, das ist kein gutes Bild von ihr. Also generell verkauft sie sich nicht sonderlich gut, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das müssen wir einfach mal so sagen, unabhängig von dem, was Henrik macht. Ich muss dazu sagen, aber wenn sie ihn ja wirklich toll fand, ihn, und dadurch gemerkt hat, Henrik ist es nicht. Nee, das ist echt anders. Ja, ich weiß, aber sag. Was ist das denn? Ja, stell dir mal vor, ein Mann hat Gefühle, er hat jetzt Gefühle für eine Frau. Wie damals der, wie hieß der, Rotkopf mit der Gina? Ja, der. Ja, da hast du auch nicht gesagt, ja, okay, da hat wenigstens Gefühle und ja, okay. Du bist ja auch ausgetickt. Nur weil es jetzt. Also, ich sehe das. Nee. Bin ich zu Frau parteiisch? Ja. Okay. Bin ich schon. Du kannst nicht sagen, Jan, okay, er hat Gefühle, dann ist es ja okay. Nee, ich sag nicht, dass es okay ist. Ja, aber ne? Du stellst jetzt hin, aber okay, wenn sie Gefühle hat, dann ja, mein Gott. Aha, so kommt das rüber. Nee, so meine ich das gar nicht. Also, ich meine wirklich so, ja, dann.
hat sie halt den Freifahrtschein für sich, so, wenn, dann ist das für sie in Ordnung. Trotzdem ist das Bild, wie sie sich verkauft, nicht gut, das meine ich. Also ich will damit sagen, dass sie mit sich im Reinen ist und das für sich als in Ordnung ablegt. Weißt du? Ja. Aber ja, ich finde das auch nicht gut, was sie macht. Weil die Männer, kannst du im Prinzip sagen, die Männer finden es für sich auch okay, weil die ja sagen, ja, ist ja nichts dabei. Ja. Kannst du ja, reinhörig kann man das Gleiche sagen. True. Weißt du, ich meine? Nur halt, hier ist das Gefühlsebene, bei den Männern ist es Spaß. Können aber trotzdem sagen, ja, ist doch nichts dabei. Stimmt. Für die Männer ist es doch nichts, sondern Spaß. Juri, wie sehe ich so aus, wenn ich so sitze in der Kamera? Was sind die Füße nicht. So, Gott sei Dank. Ich habe meine Füße auf dem Tisch, Freunde. Okay, ja gut, danke, Schatz. Gucken wir erstmal weiter hier. Klar. Mit dem Kopf auf dem Schoß, Digga. Ja. Ich finde es, ja, ich finde es schon ein hartes Bild. Finde ich auch. Ja, wenn man schon sieht, dass da jetzt mehr ist und so. Diese Blicke sagen da manchmal auch mehr. Ja, ja, stimmt. Wenn sie hundertprozentig glücklich wäre, würde sie niemals so die Nähe von dir zulassen. Das ist der Punkt, genau. Das ist, was ich die ganze Zeit auch meine. Dass wenn die Beziehung von vornherein ja top gewesen wäre, hätte sie gar nicht so, Baby, weißt du? Dann wären die jetzt gar nicht bei Temptation Island. Ja, genau. Ja, also bitte. Dass sie doch, dass da labile Beziehungen da sind, das ist doch uns allen bewusst. Ja, genau. Oder? Ich würde nur sagen, dass ich glaube, dass sie generell ja nicht glücklich war in der Beziehung, nee, ja, logisch. Klar. Weißt du, und dass dann das ziemlich einfach ist, sie. Ja, aber dann, ja. Ne? Aber dann soll sie keine Beziehung führen, das ist klar. Ja. Absolut, absolut. Aber bin ich ganz bei euch. Jeder von denen ist ja. Ja, ja, das ist schon klar. Keiner ist ja glücklich anscheinend. Ja, ja, nee. Ach. So. Ja. Dieses Vertraute, dieses Streicheln, dieses ständig Zeit miteinander verbringen, Gefühle kann man nicht stoppen. Und da entwickeln sich gerade ganz krasse Gefühle bei den beiden. Klar! Die Spaß! Digga, was macht die da, Mann? Mhm. Will die mich verarschen oder was? Mhm. Was? Ja, ich finde es auch hart. Also ich finde das. Boah. Für mich ist das auch ganz unangenehm und mich triggert das irgendwie auch voll so, keine Ahnung, was in mir das triggert, so voll, so, mir geht's da voll nicht gut bei auch. Puh, das ist auch hart. Kriegt ihr jetzt noch mehr Bilder? Ja. Ich hab die Regeln gebrochen, Mann. Ich hab die Regeln nicht einmal gebrochen, hab ich die Regeln einmal gebrochen, Mann? Ja, ich bin nicht. Also wirklich. Vor allem, aber hier muss ich direkt sagen, kloppen sich manchmal, nicht so oft, aber manchmal. Und die hacken. Letztens hackte die Faye in die Georgia gehackt und hat die Georgia die ganzen Arme mit einem Auge so rumgelaufen. Das kann schon mal sein, dass die hacken wegen was essen. Ich guck sie dir an. Ja, jetzt sind die wieder friedlich im Kakao-Stang hier. Es sind zwei Mädchen, ne? Und dann auch dominante Mädchen. Er sagt jetzt hier, der Henrik, ja, ich habe nicht einmal die Regeln gebrochen. Nee. Und da ist es wieder so, wo ich sage, lüg doch nicht. Da, weißt du, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ja, aber siehst du, du hast ja auch keine Selbstreflexion. Oder keine, ja, da, so, weißt du? Da, ja, und deswegen, da bin ich dann halt wieder gegen Henrik. Man ist tatsächlich so. Ich bin gegen beide. Ja, also. Ich auch gegen beide. Aber weil manche Zuschauer sagen, ja, aber Paulina ist schlimmer. Ich sage, nein, das kann man nicht allgemein man sagen. Kann nicht sagen, was? Ja, genau, das sagen viele Zuschauer. Dass Paulina ist aber schlimmer. Das sage ich auch immer so. Egal, was man macht, was ich nicht in die Beziehung gehört, ist beides schlimm. Punkt. Guck, genau, da gibt es gar keinen Aufwiegen. Es gibt keinen mehr schlimm oder weniger schlimm. Das sehe ich auch so. Gibt's nicht. Genau, sehe ich auch so. Wenn man für dich. Guck mal, ich liebe dich. Ja, ich auch. Sehe ich genauso. Ja, also. Na süß. Ja. Ach mein Mann. So, wann heiraten wir nochmal? Überleg schon nochmal. Ja, ich mir auch. Okay, so jetzt ernst wieder zurück. Zurück ernst zur Lage hier. Ich muss auch dazu sagen, so Henrik hat tatsächlich jeden Tag allein in seinem Bett geschlafen. Oh, halt die Klappe, weißt du? Das stimmt aber. Ja, allein im Bett geschlafen, aber auf dem Sessel davor sich trocken dingsen lassen, aber ne? Immerhin. Aber immerhin. Aber gerade eben noch, das eine ist nicht schlimmer als das andere, ne? Henrik, Kevin. Beziehungsweise wir alle eigentlich. Sie hat die Regel gebrochen. Nee, du nicht, Bro. Ja, ehrlich. Du hast sie nicht hochgefolgt, das war vom ersten Tag. Ja, das fand ich auch ein bisschen cringe. Da war ich dann wieder echt oft von ihm. Sie hat die Regeln gebrochen, ja. Und er nicht, habe ich mir auch gedacht. Kann man auch parodieren, oder nicht? Ja, nee, brauchen wir auch nicht mehr. Was willst du da parodieren? Ich bin hochgefolgt drauf. Ja, das fand ich dann auch wieder cringe, ne? Aber warum liegt sie mit dem Kopf auf seinen Schoß, krault den, liegt nackt in dem Bett? Das habe ich nicht einmal gemacht, sowas. Das stimmt. Ich habe nur mit Achtung. Frauen getanzt, weil ich mich abends ablenke, weil ich sie so vermisse. Aha. Ja, ich habe nur mit Frauen getanzt, weil ich mich abends ablenke und sie so vermisse. Ja, also hast du die Begründung. Und das verstehen, glaube ich, manche
Zuschauer nicht, was er da sagt. Also die Begründung, weil er sie vermisst, gibt das ihnen den Freifahrtschein, abends wie die Frauen wie Gebuchte zu behandeln. Wir machen mal einen Lapdance, tanz mal für mich. Und sie dann trocken zu rupfen. Das gibt ihnen den Freifahrtschein. Das ist die Begründung von Henrik. Das müsst ihr bitte verstehen. Das ist die Begründung von Henrik. Und es gibt tatsächlich Frauen, die bei mir kommentieren, nicht viele, das ist nur die Minderheit, aber die gibt es, die bei mir kommentieren. Nee. Also Yvonne, ich verstehe das nicht. Das musst du, nee, also Paulina, aber da haben sich Gefühle entwickelt und das ist schlimmer, als was das Henrik macht. Okay, wenn das Frauen so sehen und das der eigene Mann machen darf, okay, dann sind das die eigenen Werte, Prinzipien und Moralvorstellungen. Ja. Okay, aber das ist nicht die Norm der Gesellschaft. Also ich möchte das nicht. Ich möchte weder, dass mein Mann jemand Gefühle aufbaut und ich möchte auch nicht, dass mein Mann trocken seinen Salat rupfen lässt von jemandem anderen. Ja. Nein, da gibt's... ja, ne? Da gibt's für mich gar keine Diskussion. Beides wäre für mich die Beziehung beendet. Und beides wäre für mich komplett indiskutabel. Und ciao. Also, was hat eine mit schlimmer mit dem anderen gar nichts zu tun? Ciao. Beides ist für mich ein No-Go. Beides ist moralisch ekelhaft und beides ist demütigend dem Partner gegenüber. Ja. Punkt. Ja. Gar keine Diskussion mehr wert. Die macht sowas oder was? Will die mich verarschen? Ist das ihre... Ey, Digga, das sind nicht die Frau meiner Kinder, Digga, ganz ehrlich nicht. Frau von Jasins Kinder. No, wahrscheinlich. Der war gut. Ah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Hey, Mann, Achtung, davon. Freunde. Es wird hart. Mein Puls. Oh. Was? Was? Oh. Was? Ich bin auch schockiert so, also... Was? Will die mich verarschen? Oh. Oh, Schuss. Guck mal. Gänsehaut. Mich trifft das auch richtig übel. Jakob auch voll schockiert. Jakob voll schockiert. Boah, ich krieg auch so eine so unangenehme Wut. Ich würde auch gerne in den Laptop reinschlagen. Ehrenlose Frau. Boah, ich krieg auch... Spür mal, guck dir mal an. Das glaube ich nicht, Digga. Das glaube ich nicht, Mann! Junge, ich wollte sie heiraten, Junge! Bro, das wird nix. Meine Meinung. Guck mal, was? Guck mal, da kannst du nicht glauben. Beruhig dich, glaub mir, beruhig dich. Beruhig dich. Du musst dich beruhigen. Ich tue das arg leid, ne? Oh. Mir tut das, also trotz allem, dass Henrik so das auch gemacht hat mit dem Trockensalat und so, tut das mir trotzdem sehr leid. Das hat kein Mensch verdient. Das tut mir, ja. Man spürt, dass ihm das richtig wehtut. Mir tut das auch total leid. Also trotz allem tut mir das sehr, 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 sehr leid. Und ich kann das total nachempfinden, ey. Und das meine ich mit, dass man das spürt, dass er das nicht so glauben kann, dass das passiert ist. Das kann man nicht spielen. Na, das ist schon krass, also. Das kann man nicht spielen. Hast du die Folge gesehen, schon 12? Das ist schon krass. Das kann man echt nicht spielen. Leo vielleicht. Wer? DiCaprio. Ach so. Aber sonst keiner. Passt gar nicht rein, voll off-topic. Ja, wir sind Leo vielleicht. Ja, wir sind per Du, weißt du? Ich hab die Kurz vor 1. Das ist gerade mein Lippenstift. Das kann man nicht spielen. Nee, ne? Ja, ich würde auch. Also ich fand, das ist harte Nummer und das toppt alles. Also das, ja. Ja, also im Prinzip. Mhm. Ja, nee. Im Prinzip ist das doch schlimmer, kann man das so sagen? Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, Fremdgehen an. So. Ja. Immer so eine Sache. Ja. Ich finde auch, also vom... Sache halt. Genau. Also körperlich fremdgegangen sind die Frauen natürlich als erstes. Genau, das wenn man stimmt. So sieht. Ich finde auch, dass man das so sagen kann, und das ist Definierung, das ist so wichtig, dass man sagen kann, das hat am meisten wehgetan, getroffen. Also wenn ich jetzt so überlege, wenn ich Bilder sehe, könnte ich eher einen Lapdance verzeihen, als wirklich mit ihm rumgemacht oder geschlafen. Okay, also ich nicht. Ich könnte beides nicht verzeihen. Ja, ja. Und es geht aber wieder nicht darum, ob schlimm oder nicht. Aber ja, nein, ich weiß aber, was du meinst. Weißt also, du meine? Ich verstehe, dass manche sagen, das, was Paulina gemacht hat, ist schlimmer in puncto. Das ist wichtig zu sagen, Gefühl. Also sprich, das hat am krassesten wehgetan. Ja, dieses körperliche Fremdgehen halt einfach so. Ja. So, dieses, ja, gibt ja emotionales Fremdgehen, finde ich, und körperliches. Genau. Körperlich von Jungs und Emmy und genau. Dings. Paulina. Für mich aber ist beides gleich der Trennungsgrund und würde für mich nicht zurückgehen. Auf jeden Fall. Genau. Weil beides trotzdem demütigend ist dem Partner gegenüber, ne? Vor allem in der Öffentlichkeit auch noch. Ich hätte dem echt viel zugetraut, ne? Aber das nicht. Ich schwöre, Jogo, der hat gar kein Schamgefühl. Null. Ja, 0,0. Guck, der jetzt guckt auch wieder noch dann, mitten in die Kamera rein. Und dann sieht er, dann nimmt er die so, komm mal mit uns. Natürlich, aber... Da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Und wenn der mir weismachen will, dass die da Hasch mich im Busch gespielt haben, also bitte, ich schwöre, ich komme hier... Der hat recht. Natürlich hat die recht, aber wenn die jetzt davor noch mit dem geküsst hat, werde ich jetzt an ihrer Stelle lieber die Klappe halten.
gerade vor, als ob ich die letzten 8 Monate so voll in so einer Lüge gewohnt hätte. Das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Deswegen sage ich auch, bei Gott, du hast es so verdient, dass du das gleich siehst. Ich weiß ja, was er zu sehen bekommen hat. Er wird den Kuss zwischen Dominik und mir gesehen haben. Also er hat es ja jetzt mittlerweile schon gesehen. Du hast es wirklich verdient, du hast es verdient. Ja. Aber bist du nicht im Modus abzubrechen? Hä, wieso? Wieso soll sie sich denn abbrechen? Das sind schon kranke Bilder. Soll er sich schön weiter blamieren? Alle sind super lieb und verständnisvoll und wissen auch, wie man einen wieder so ein bisschen aufbaut. Hat der Typ keinen Moment, wo er kurz am Denken ist? So? Nein. Nee, der hat das nicht. Der hat das nicht. Der hat doch kein Schamgefühl so. Null. Und jetzt, Achtung. Oh Gott, mein Herz! Für mich ist Temptation Island hiermit vorbei. Ich spreche ab. Nein! Weil ich glaube, ich triftige Gründe dafür habe. Wie so ein Horrorfilm, Alter. Richtig Horrorfilm. Kann ich schon sagen, Clown in der Ecke. Die grinst, das ist aber kein Grinsen, so, sondern eher so ein Überspielung. Überspielen weißt du? Etwas, ja, ganz klar. Ich denke nicht, dass sie ein gehässiger, böser Mensch ist. Also so schätze ich sie nicht ein. Aber ich weiß ja, dass es beim Gespräch gleich, da sagt sie halt diesen Satz, den kann ich ruhig spoilern, der ist nicht schlimm, dass sie sagt, und wie fühlt es sich an, die eigene Medizin zu fressen? Puh. Ja, ist sie doch gehässig. Nein. Sie hat das gleich in einem speziellen Kontext. Aha. Ja, nein. Lass uns weiter reinhauen. Alter, was ein Hund ohne Scheiß. Ich schwöre, Henrik, du bist der größte Lappen, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Was bricht der denn kurz vorher ab? Ich denke, er hat so eine geile Zeit da drüben. Ja, er gönnt sich doch. Dass man so schwach ist und dann abbricht, das ist wirklich nochmal das nächste Level. Spuck auf diesen Typen. Oh mein ich sag Gott. Ganz ehrlich, ich finde auch, also abbrechen hätte ich ganz ehrlich, ich muss mich echt beherrschen. Der ist mit dir in den Busch gegangen. Gleich rüberfallen die Jungs, will um mir den Henrik zu... Man darf das nicht vergessen, der ist mit dir in den Busch gegangen. Das darf man nicht vergessen. Das vergessen einige. Dann geh nicht mit dir in den Busch. Du liebst sie doch so. Der wird dir die Schuld geben, ich sag's dir. Ich schwöre es dir, Paulina. Ich schwöre es dir, er wird dir die Schuld geben. Der wird noch sonst was erzählen, was ich gemacht habe. Paulina war jetzt auch nicht ganz ohne, aber der hat einen Kuss gegeben. Der hat einen blasen lassen. Eben, bei mir war es ein Kuss. Bei ihm war es alles. Alles. Und er hat sich noch ein... lassen und bricht jetzt hier ab. Das ist so krass. Vielleicht will er die Beziehung zu Paulina noch irgendwie retten. Was denkt er denn, was hier jetzt noch zu retten ist? Der Drop ist eh gelutscht. So wie auch Henriks bestes Stück. Und deswegen, da gibt es für mich nichts mehr zu diskutieren. Okay, war es das jetzt? So geschmacklos, dass man wirklich so auf Gefühle von anderen Menschen geben kann. Giuliano, ne? Henrik kommt nicht mehr hierhin. Der fliegt nach Hause, der kommt auch nicht mehr hier rein, sich verabschieden. Ich weiß nicht so ganz, was ich denken soll, was ich fühlen soll. Noch geisteskranker war als bei Henrik, weil ich mach's mal Fernseh-like. Sag's doch einfach. Ja, aber ich will nicht übertreiben, Digga. Warum? Sag doch einfach, wie es war. Der Giuliano, das Einzige, was der da kann, ist hetzen natürlich. Und sticheln. Ja, Jakob auch, beide. Ja, aber Giuliano ist noch so eine Nummer härter. Jakob ist noch so ein bisschen treu doof so. Weißt du, so, der macht das nicht so, weil er, Jakob ist so kein, der ist kein Böser so. Ich finde auch, dass der Giuliano Giuliano ist Link, meiner Meinung nach. Die Folge davor, die davor war, das ja mit Henrik. Genau. Weil Jakob die zurückholen wollte. Und der genau, und Giuliano ist Link. Genau. Und der macht das immer, der will immer sein schlechtes Bild auf andere, das andere ist schlechter sind. Ihr Giuliano muss man aufpassen. Ihn darf man nicht in seinem Freundeskreis haben, meiner Meinung nach. Seine Freundin hat so ganz einfach. Ja. Woher weiß er das denn? Siehst du, Giuliano hat, Jakob will das mit Takt rüberbringen, mit Taktgefühl und Giuliano blablabla bla bla, sein Ding. Was soll das denn? Giuliano, wir fragen uns alle, was soll das denn? Oh, komm ey, ich kann mir das nicht geben, weil das müssen wir vorspulen, weil die nur Scheiße labern hier. So, und jetzt geht's richtig ab, Freunde. Jetzt geht's richtig ab, denn die beiden treffen sich wieder und treffen aufeinander. Und ich muss dazu sagen, die Dynamik gehen wir jetzt psychologisch da durch. Und ich erkläre euch auch ganz genau, warum und wie die Dynamik ist und warum auf einmal Henrik umschwankt und dann doch wieder Paulina nicht verlieren will. Und dann doch wieder Paulina ihn nicht so wirklich verlieren will. Aber nur da.
das ist in dieser Situation, weil die sind ja nicht mehr zusammen, das wissen wir, aber in dieser Situation soziologisch bzw. psychologisch richtig, richtig cool, weil so tatsächlich 80% der Beziehungen ablaufen, 70 würde ich sagen, bei uns so auf der Welt, und dass solche Beziehungen oft romantisiert werden, beziehungsweise, ja, doch, kann man so sagen, guckt es euch an, wir gehen das durch. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Der frühere Henrik, der hätte direkt Schluss gemacht, der wäre direkt weg gewesen, aber das ist die Liebe meines Lebens, ich werde um sie kämpfen. Setz dich vielleicht einfach mal da drüben hin. Ich weiß nicht, ob er ernsthaft denkt, dass es noch irgendwas zu retten gibt. Ich bin dir so dankbar, dass du mich in diese Sendung geschleppt hast. Ich wollte nie hierhin. Schon die erste, so, und der wisst ja eigentlich, ich bin pro Paulina, aber das ist schon die erste leichte Manipulation, um ihm die Schuld, also du hast das, du, weil du mich hier hingeschleppt hast, das ist das praktisch eher schuld, dass das jetzt so gekommen ist. Durch ihn hat sie das jetzt hier alles gemacht und also da fängt schon an. Ja, das ist schon, was du vor Kamera macht, ne? Ja. Du besitzt die Frechheit abzubrechen. Macht ihm Schuldgefühle jetzt direkt. Du besitzt die Frechheit abzubrechen. Und ich bin ja eigentlich pro Paulina. Aber trotzdem müssen wir fair bleiben. Mhm. Was sie macht, weiter. So ein schwacher Move, ganz ehrlich. Ein schwacher Move. So ein bisschen pro Paulina. Ja, ich mag sie ja eigentlich schon, ne? Nee, du nicht. Ja. Aber ich mag sie ja eigentlich schon. Aber trotzdem will ich fair bleiben. Und das, was sie macht, ist halt, sie macht ihn erstmal fertig und nieder, dass, damit er erstmal schlechtes Gewissen kriegt und dann klein mit Hut wird, um anzukommen. Weil würde sie, psychologisch ganz weinerlich sein und sagen, es tut mir so leid, was ich da gemacht habe und ja, so, aber würde er draufhauen. Sie geht aber direkt in Konfrontation, dass er gar keine Chance hat und somit bleibt er in dieser Situation und will sie noch mehr zurück und würde das sogar verzeihen, so, ne? Achtung, weiter. Für mich lachhaft. Er hatte da ja eine super Zeit. Ich hatte auch eine super Zeit und ich wurde um mein Dreamdate gebracht. Lässt du dir einen Nein, pass mal auf. Jeder weiß, dass du ein schwacher Mensch bist. Boah, das ist eine Aussage. Ja, ich weiß. Du mich behandelst wie Scheiße. Paulina. Was, Henrik? Paulina. Was? Kannst du bitte normal mit mir reden? Ich kann nicht normal mit dir reden, Mann, Henrik. Du hast alles kaputt gemacht. Du hast unsere ganze Beziehung. Nein, das stimmt nicht, Schatz. Schatz, guck mal, wenn du nach der Sendung die Show siehst, wirst du die Wahrheit sehen. Henrik, ich habe gesehen, du hast wieder geglaubt. Du hast wieder es geglaubt, Paulina. Ich würde dir gerade am liebsten. Da hat sie aber recht. Er sagt, du hast es geglaubt, was man dir zeigt. Ja, er ist mit der hinter den Busch gegangen. Was zur Hölle soll man da nicht glauben? Ja, eben. Da muss ich wieder sagen, da hat Henrik, was laberst du da? Das würde mich halt auch auf die Palme bringen, ne? Und deswegen, die tun sich da beide jetzt hier nicht viel. Achtung, weiter. Ich hab nichts gemacht, Henrik. Du bist wirklich so, Paulina, du bist der schlimmste Lügner, den ich in meinem ganzen Leben. Paulina, ich schwöre bei meiner Mutter, ich hab nichts gemacht. Wenn du in den Busch gehst, dann mach's doch vor der Kamera. So wie du dir Hass auf deinem halten lassen. Hast du das? Ja, das ist so. Das, da hat sie recht. Natürlich hat sie da recht. Das habe ich nämlich auch gesagt in der letzten Reaktion. Wieso macht er das denn nicht vor der Kamera, wenn doch nichts zu verheimlichen ist? Das verstehe ich auch nicht, was das für eine Aktion war. So, deswegen. Und dieses Trocken-Dingsen, das gehört sich einfach nicht. Das ist demütigend für eine Frau. Da hat sie halt einfach auch wieder recht, ja? Die tun sich da beide halt nicht viel. Nein! Ha. Mal angeguckt, schämst du dich nicht? Wunderst dich wirklich noch? Treibst mich doch in die Arme von einem anderen. Gut, also diese Aussage, du treibst mich doch in die Arme eines in den anderen, das ist falsch, ne? Das ist auch Manipulation und das geht auch gar nicht, weil sie entscheidet sich ja, mit ihm zusammen zu sein. Sie ist freiwillig mit ihm zusammen. Und wenn sie die Art von Beziehung nicht möchte, dann kann sie gefälligst gehen. Aber mit ihm zusammenbleiben und ihm dann die Schuld dafür geben, dass sie fremdgegangen ist, das ist schon sick, muss ich ehrlich sagen. Weil sie auch von Anfang an so ein bisschen flirtiger war mit ihm. Genau, und, so, ne? Und das geht einfach nicht. Ja. Ne? Und im Prinzip weiß ich, was sie meint. Ich hatte das ja auch mal so Beziehungen, dass ich eigentlich diesen Mann wollte, er mich behandelt hat und ich dadurch fremd, also nicht fremd, sondern mit anderen genommen habe und ciao, weg war. So, ich verstehe also das Prinzip, was sie meint, aber trotzdem ist das falsch. Das ist falsch, weißt du? Es rechtfertigt nicht, fremd zu gehen und dann zu dem zu sagen, ja, du hast mich doch in die Arme getrieben. Wenn ich das schon Gefühl habe, ich bin nicht glücklich und er treibt mich in die Arme eines anderen, habe ich gefälligst Schluss zu machen. Das wäre die richtige... Ja, also so ist sie kein Dunst besser. Ja, das stimmt leider. Henrik, hättest du dich einfach wie ein erwachsener Mann benommen, dann hätte ich nicht mal annähernd mit Dominik überhaupt geredet. Jo, wahrscheinlich. Nein, das finde ich auch schwach von Paulina. Du hast mit einem Fremden geknutscht. Ich würde es niemals machen, weil ich liebe dich über alles. Du küsst einen anderen Jungen. Das hat dir das Herz rausgerissen, Paulina. Ja, die eigene Medizin schmeckt bitter, ne? Das meine ich mit dem Kontext. Du sagst jetzt nicht gehässig, ey? Weiß ich jetzt nicht. Ich hab das aber nicht gemacht. Hab ich auch nicht. Schlimmeres gemacht. Was denn?
Siehst du, da musst du lachen, ne? Natürlich. Siehst du? Ich bin ja nicht pro Henry, ja. Das weiß ich ja gar nicht. Siehst du, deswegen sage ich ja. Das war ein dummer Moment, wo wir hinter diese Ecke gegangen sind. Und der denkt, dass es nur ein dummer Moment gewesen ist. Auch nicht richtig. Tun sich ja beide nicht. So. Okay, was hast du denn da gemacht? Nichts. Schatz, wirklich nicht. Schatz, ich schwöre okay, auf mein Leben. Aber was geht in deinem Kopf vor, ja, in dem Moment? Schatz, gute Frage. Ich bin ab und zu rausgegangen, mich abzulenken, weil ich es nicht ertragen habe, dass du nicht da bist. Da musste ich halt auch wieder so, was laberst du denn jetzt auch schon wieder da? Das meine ich, diese kranke Dynamik zwischen den beiden da. Beide lügen sich da die Hucken voll. Beide geben sich Schuld. Das ist eine absolute... Ja. Was soll denn das? Trennt euch doch bitte. Und gut ist, da eine andere Lösung gibt's da nicht. Ein bisschen getrunken und hab ein bisschen Show und ein paar Bilder geliefert. Ich hab ein bisschen getrunken, ein bisschen Show gemacht und ein bisschen Bilder geliefert. Das ist eine Begründung für sein Verhalten. Ja, na dann ist das auch völlig in Ordnung, oder? Das ist die reine Wahrheit, das schwör ich bei Gott. Du kannst jede einzelne Frau oder Frau... Ein paar Bilder geliefert. Schatz, bitte lass mich ausreden. Wir haben ein bisschen getanzt, weil wir den ganzen Tag miteinander verbracht haben. Da war nichts. Da war nichts. Da war nichts, Schatz. Ich schwöre auf meine Mutters Leben. Ich hab nichts gemacht. Diese Bilder waren krasses. Okay, ich weiß, dass es zu viel war, aber... Pass mal auf, jetzt hörst du mir mal genau zu. Du hast alle möglichen Frauen trocken gefickt. Das stimmt nicht. Ach, da hat sie aber recht. Natürlich hat sie recht. Siehst du? Du hast einen fremden Mann geküsst. Du bist diejenige, die fremdgegangen ist. Das war kein Fremdgehen. Wir haben gesagt, dass wir tanzen dürfen. Nein, Henrik, ich hab nicht gesagt... Du hast gesagt, wir dürfen tanzen. Hör mal, ich gehe demnächst mal alle... Wenn alle so im Club tanzen wie Henrik mit den ganzen Ollen hier von der Insel. Ja, hör mal, dann sind wir alle so in den Clubs. Stell dir das mal vor, hier im Ruders. Ja. Was hat der denn für eine Wahrnehmung, auch eine Einstellung, der Henrik? Er ist ja unfassbar witzig. Du bist so gestört, ja, wirklich. Leider schon. Du bist mir fremdgegangen. Du hast einen anderen Mann geküsst. Ja, habe ich auch. Du hast mir das Herz aus der Brust rausgerissen. Ach so, Henrik, und du hast es bei mir nicht wie oft... Aber Baby, das hat nichts zu bedeuten. Du lässt jemanden bei dir im Bett schlafen. Ja, Henrik. Weißt du warum? Du küsst jemanden. Da kannst du dir weil selber du auf manipulieren dich... Nein, hast, weil du den Bildern einfach glaubst. Das Letzte bist, Henrik. Du wirst dich nach der Show wundern. Du wirst dich nach der Show wundern. Du wirst der Witz von ganz Deutschland. Du bist der Witz. Du bist mir fremdgegangen. Naja, also ich finde beide sind so ein bisschen der Witz von Deutschland. Aber ich habe gegen beide nichts, ne? Also Henrik, ohne Scheiß, ich würde dich am liebsten rausschmeißen. Eigentlich, Baby, ich war, bevor ich hier hingefahren bin, 100%ig hat deine Tasche genommen. Du weißt du was? Ich dachte, weißt du, wie weit ich war? Ich wollte dir die Ketten zurückgeben und mit dir Schluss machen. Wollte ja, ich auch. Dann mach doch Schluss. Nein, mach ich nicht. Schatz, ich verspreche es dir, du hast winzige Augen. Ich weiß gar nicht, wie du mir getan hast, Henrik. Ich hab mich kaputt gemacht. Das tut mir irgendwie so leid, wiederum. Das stimmt. Du hast mit meinem schlimmsten Trauma mit dem Alkohol gespielt. Du hast einfach auf alles geschissen und dann wunderst du dich noch. Es tut mir auch wieder leid von ihm, für ihn auch. Keine Ahnung, irgendwie. Mir ging es so schlecht. Ja, ich weiß nicht, wie es mir ging. Du hast doch auch nur die kleinsten Bilder gesehen. Dass ich jeden Tag eine Stunde in meinem Zimmer geweint habe. Ich auch, Schatz. Henrik, wir haben uns beide reingeschissen. Ja. Ja, endlich. Ja, endlich. Und jetzt habe ich Yasin. Was? Es tut mir so leid, Schatz. Gott sei Dank habe ich hier so viel gelernt bei Temptation, dass ich einfach auch verstehe, dass sie einfach verletzt ist und dass sie das vielleicht gemacht hat. Ich liebe dich über alles. Komm, wir gehen nach Hause. Ich kann Pauline an einigen Punkten verstehen. Ich glaube, letzten Endes, warum sie komplett durchgedreht ist, war auch, dass sie dachte, dass ich mir ein gelassen habe, was ja überhaupt nicht stimmt. Also ich kaufe denen das ab, dass die beide verletzt sind, beide verwuselt sind und dass Henrik sehr darunter leidet und dass der die auch irgendwo in seiner Definition liebt. In seiner Definition, ihr wisst, seine Definition ist nicht meine Definition, weißt du? Und mir das trotzdem leid tut, dass die beide so leiden, weißt du? Also die Situation da, dieses voll fertig und... Und das Bild gerade. Das Fernsehen, dass wir alle so gaffen, währenddessen die sich da, weiß ich nicht, weißt du? Ich finde das eklig. Wir begeiern uns daran, an das Scheitern der Beziehung da irgendwie. Und ich verdiene auch noch Klicks mit Geld mit. Und wir so, ihr seid fremdgegangen. Ich weiß nicht, ich fand das so, das hat mir so leid getan. Die sind beide voll fertig. Und dann, weiß ich nicht. Mir tut das voll leid. Wie? Okay. Auch wenn ich echt manchmal sehr hart spreche und sehr hart oder aber in so Situationen so, ja, es tut mir leid, so. Okay. Ich bin tatsächlich ein Mensch mit Herz. Man glaubt es kaum. Mit Gefühl und mit Empathie. Naja, das fand ich schon, also, mir tun da beide sehr leid. So, ich muss hier vorspulen, weil hier machen die auf Hugh Hefner für Arme. Und jetzt, Was ist denn diese Dings jetzt?
Genau, trifft halt Giuliano auf seine holde Maid wieder. Ja. Und genau, das kommt auch noch jetzt in der Folge. Und guckt euch mal Giuliano an. Ich habe das echt genossen, muss ich sagen. Ja, alleine feiern, das war schon geil. Sandra, ich bin auf jeden Fall bereit fürs Finale. 50% freue ich mich, 50% bin ich aber auch noch ein bisschen abge... Ich habe so gedacht, ihr fehlt so dieser Party-Lifestyle und Giuliano, ne? Dieser Giuliano, ne? Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Schon wieder aussieht so gar nicht so, weiß ich nicht. Halt so weitermachen als Player, so, und dann ist mir erst in dem Format... Der und Player! Mit was playt der denn? Mit den Legos? Mit der Schlümpfe? Liebe Sandra, herzlich willkommen zu deinem letzten Lagerfeuer. Es ist das finale Lagerfeuer und du bist wahrscheinlich ziemlich nervös, oder? Ja, ich bin so halb nervös. Ich weiß nicht, irgendwie freue ich mich, irgendwie bin ich traurig, dass es vorbei ist. Ich freue mich natürlich aber auch auf Giuliano. Was glaubst du, überwiegt eher? Ist es die Vorfreude, ihn zu sehen, oder doch die Sorge, weil ihr habt euch 2 Wochen nicht gesehen? Da gibt es natürlich einiges, was noch an Aussprache ansteht. Ja, ich habe sehr gemischte Gefühle und ja, ich freue mich natürlich trotzdem aber einfach auf ihn. Wir haben uns noch nie so lange nicht gesehen und deswegen, ja, freue ich mich voll. Ich hoffe, seine Frisur ist auch wieder schick. Aber was glaubst du, für wen war es Härte jetzt die 2 Wochen? Also, keine Ahnung, ob es für ihn hart war, aber für mich war es echt total toll. Mhm. Aber du hast ihn schon vermisst, oder? Ja, ich habe ihn schon vermisst, aber ich habe mich gut abgelenkt. Ich meine, ich habe jetzt Gott sei Dank nicht so wilde Sachen von ihm gesehen, auch blöde Sachen, aber nicht so schreckliche, so deswegen... Holen wir ihn doch einfach jetzt mal rein. Bist du bereit? Ja. Ja! Der Jakob hat die Haare verkackt. Hi, Lola. Hi. Ach, gut, siehst du aus. Danke. Oh, Kompliment. Wow. Ich bin 3-mal aufgestanden und wollte nach Hause gehen. Aber ich habe hier immer geheult. Was? Mhm. Also so, wie du mich nicht kennst, glaube ich. Nee, so kenne ich dich nicht. Ich dachte, du sitzt hier und sagst so, ach, egal. Nee, so lasse ich hier garantiert nicht. Er hat geweint? Oh. Was ist der künstlichste Moment in Temptation Island Finale? Dass die, wie heißt die noch? Sandra, dem Giuliano random auf den Kopf küsst. Und er so, ich kann ihn nicht ernst nehmen, es tut mir leid. Er ist noch so voll in love jetzt. Und jetzt, wo er die Bilder wieder von ihr sieht, Achtung, Edward Cringe. Hat sie ihm gesagt, sie wäre so horny, schon irgendwie seit 2 Wochen beim Sexen haben. Bei der Szene bin ich rausgerannt und wollte abbrechen. Echt? Ja. Ja, also wir hatten ja eine Weile vorher keinen Bock. Und dann war es ihm zu warm. Aber ich wusste genau, dass daran liegt, dass ich keinen Sport gemacht habe, weil dann findet er mich immer nicht so flirmig oder so, ich weiß nicht. Jetzt. Mhm. Aber gut, wer nicht will, dann. Er hat gesagt, ihm ist zu warm. Mhm. Schatz, wenn ich das jemals sagen sollte, wenn ich das jemals zu dir deswegen sagen sollte, halte mir eine Waffe am Kopf. Bist du Jack, ey? Ich weiß. Und wenn ich jetzt 10 Kilo am Schwitzen verliere, Alter. Ich weiß, ich halt weiß. Mir bitte eine Waffe am Kopf, wenn das passiert. Wenn ich ja jemals Nein zu sagen sollte. Ich weiß. Warst du da krass betrunken? Nee, da waren wir noch nicht schon. Da warst du nüchtern. Affi! Ich hoffe, ich krieg noch ein paar Scripties so von Jürgen und den einen oder anderen, ne? Das wäre lecker. Aber Schatz, ich war, warum? Das ist aber auch, ne? Ja, das machen die aber nicht anders, die Jungs. Ja, nee. Was soll ich sagen? So, die Sache mit dem Arsch verstehe ich immer noch nicht. Okay, also, das kann ich dir erklären. Das war so ein Pinguin-Rubel-Tattoo. Ja, aber warum an Arsch? Weißt du nicht. Hä? Du kannst ihn einfach hingehalten. Was? Aber du hast ja auch die ersten Tage von jeder Brust geleckt, die sich dir hingehalten. Von Brüsten habe ich geleckt? Ja, Berner. Von Brüsten geleckt? Ja, oder? Von Brüsten hab geleckt. Ich? Nein, 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 von Hälsen und so, aber nicht von Brüsten. Und von Brüsten. Siehst du? Der müsst hier wieder mit 2 Lamassos, das kannst du vergessen. Weg! Aber kommt gleich, Achtung. Also, Vorsicht. Hä, habe ich ernsthaft von Brüsten geleckt? Mhm. Giuliano, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch noch mal deine Zeit in der Villa an. Hier sind wir wieder ihre Hand, siehst du? Giuliano. So wie eben auf der Brust, genau. Wie ist das? Ich zugeben, Mann, ich habe auch ein bisschen gebaut. Ich habe auch einer von den so die Sahne abgeleckt, Alter. Ja, das findet er jetzt wieder witzig, ne? Wir haben zwar zu uns Guck gesagt, mal. Dass wir nicht mit anderen Leuten im Bett schlafen, aber im Endeffekt entscheide ich, was ich da drin mache. Ich habe mit meiner Freundin auch das ausgemacht, dass ich mit anderen im Bett schlafe, ob ich nicht.
Danke. Knecht. Sandra ist nicht so der Sportfreak. Ich muss sie da immer so mitschleppen und mitzwingen. Boah, ich kenn das gar nicht, ne? Ja, so siehst du aus. Mhm. Mir ist Aussehen wichtig und deswegen möchte ich dann auch mal jemanden haben, der dann zum Beispiel sagt so, ey, komm, Junge, geh mal zum Sport. Ja. Das fehlt mir so ein bisschen in der Beziehung. Ich muss sagen, aber von allen Frauen finde ich dich tatsächlich am interessantesten. Du hast nicht so dieses Standardgesicht, so. Du hast ein sehr markantes Gesicht. So. Das war auch die gewünschteste Szene, ne? Oder so, dann fällt es auf, wenn du zu dem Raum betrittst. Ich habe mich jetzt nicht sterilisieren lassen. Ich habe es jetzt nicht durchschneiden lassen, sondern abbinden lassen. Ja. Das heißt, ich bin momentan nicht zeugungsfähig. Ich glaube, ich habe es nicht mal Sandra gesagt, dass ich das machen lassen habe. Weil es ist im Endeffekt nur für mich. Und es muss keiner wissen. Ne? Nee, hast du auch nicht. Ich darf mir nur eben die Pille reinziehen. So, was habe ich da Genau, und jetzt stellt Lola tatsächlich gute Fragen, die sehr interesting sind, um ihn mal klar zu machen. Achtung. Hört. Thema Unfruchtbarkeit zum Beispiel, hattest du Sandra nicht gesagt. Warum nicht? Gute Frage. Also warte mal, ich bin ja fruchtbar, ne? Richtig. So, also das heißt ja nicht, dass ich nicht fruchtbar bin. Richtig? Ich will ja auch Kinder, wie du weißt, ne? Weiß aber das ist einfach so eine Sache, das habe ich einfach damals machen lassen, aus dem Grund, ja, weil ich mich dann einfach sicherer und einfach besser gefühlt habe und einfach, ja, keine Ahnung. Ja, aber das verstehe ich. So, ich habe das ja einfach... Du musst mal davon ausgehen, wie oft... Hat er dann... Macht der überall ohne Schutz? Ja. Ohne Schutz? Was meinst du? Ich will nicht sein Blut testen lassen und sein Ding. Ich will's gar nicht wissen, was mit HPV bei Frauen los ist bei dem. Ehrlich nicht. Das meine ich ernst. Der lässt sich das Ding abklemmen, anstatt ein Gummi zu benutzen. Oh Gott. Freunde der Sonne. Ich habe das einfach machen lassen für mich, weil ich das halt einfach... Ja, wir hatten ja das Thema mit deiner Ex damals. Wieso sagst du es dann nicht dazu? Ich wusste doch, dass sie dir ein Kind unterjubeln wollte. Wieso sagst du dann nicht? Ja, aus dem Grund habe ich das gemacht. Weil es nicht stimmt. Das ist zwar vielleicht jetzt der falsche Ansatz, da denke ich vielleicht auch falsch, aber ich habe das einfach für mich gebraucht, wenn ich nochmal irgendeine finden sollte, die ich wirklich liebe so und die kommt irgendwann zu mir und sagt, sie ist schwanger, dann weiß ich für mich so, dass sie Scheiße gebaut hat. So was hat das auch klingt. Das ist ja nicht auf dich bezogen. So. Klar, was du für ein Mensch. Was der für ein Driss vom Stapel lässt, oder? Das ist dieser Mensch, ne, den braucht auch ganz Deutschland nicht. Ja, sondern das habe ich ja nur für mich zum Selbstschutz damals gemacht. Das ist ja jetzt auch schon länger her. Das für Selbstschutz sollte man Gummi benutzen. Halleluja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, du sagst, es ist dir unangenehm, über das Thema überhaupt zu sprechen, aber Sandra steht dir doch eigentlich näher als all die Verführerinnen in der Villa. Danke. Und dort hast du es gesagt bei Sandra. Zwei oder so. Ja, ich weiß nicht, warum ich das da gesagt habe. Ich weiß nicht, wirklich, ich war mit meinen Gedanken, mir ging es psychisch so schlecht da drin, das wirst du auch sehen. Also mir ging es wirklich so. Ja, mir ging es richtig schlecht psychisch. 3 Stunden später nach dem Gespräch war ja Sahne im Anmarsch. Bei mir ging es so jeden Tag. Ich hatte kein bisschen Spaß. Nee. Ich hatte mir nichts vorzuwerfen. Und ich wusste ja, was ich für dich fühle. Und ich habe mich ja mit dem Gedanken, weil, weißt du, wenn du einen Tag vor mir nur sagst, ey Schatz, entweder ich vermisse dich da drin oder ich will danach Single sein, denkst du nicht, dass ich dann mit den Gedanken da reingehe? Okay, wahrscheinlich liebt er mich danach. Mhm. Ja, deswegen ging es mir ja so schlecht die ganze Zeit, weil ich ja die ganze Zeit so dachte mir so, weil ich dir das gesagt habe, so, dass du danach weg bist. Sandra, es gab ja einige Punkte, wo du gesagt hast, Giuliano kritisiert dich da extrem. Gute Frage. Was sind das für Punkte? Und jetzt Achtung. Und ich möchte, dass jetzt wieder alle Frauen daraus lernen. Wenn das ein Mann zu euch sagt in einer Beziehung, diese Punkte, nicht nur 1 oder 2, sondern haltet euch fest, wie viele Punkte sie nennt, was der gute Giuliano hier an diese Dame kritisiert. Achtung. Ja, das sind so Thema Sport, Zielstrebigkeit, Motivation, Selbstbewusstsein, Komplimente, so diese ganzen Sachen. So eigentlich alles. Ja, es ist doch bestimmt eine super Beziehung, eine glückliche Beziehung dann, oder? Ist es denn wirklich so, dass Giuliano dein Selbstbewusstsein eher geschmälert hat? Ja, er ist echt geschmälert, musst du sagen. Sagt sie auch die Wahrheit endlich. Hab nicht so viel Empathie, oder wie man das nennt, und ich wollte mich halt echt wirklich dafür entschuldigen, so dass ich halt diese Kleinigkeiten, so diese kleinen Sachen, so dass ich die 0,0 geschätzt habe, die man halt einfach zu schätzen wissen muss und die eine Beziehung ausmachen. Und da wollte ich mich wirklich nochmal bei dir entschuldigen. Das wird oft, dass ich das in Zukunft auf jeden Fall auch bessern werde und das viel, viel, viel mehr zu schätzen weiß. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich liebe dich wirklich. Nicht ich liebe dich, ich liebe dich wirklich. Das hat er ja auch jetzt zum ersten Mal erst so wirklich gesagt, ne? Aber nicht ich liebe, der hat gesagt, ich liebe dich wirklich, ne? Das waren auch schöne abschließende Worte. Ich bin wirklich... Ja, total. Danke euch beiden. Können wir gehen? Mhm. Kommt kein Vorspann? Mhm. Doch, willst du den Vorspann noch sehen? Yes. Wollen wir alle den Vorspann sehen? Okay. Ja, deswegen macht's auch was. Ja, Freunde der Sonne. Gucken wir uns den noch an. Das nächste Mal bei Temptation Island VIP. Ich kann mir gut denken, mit wem Emmy unterwegs ist. Und ich ahne schon Böses.
hast du die in der Hand gehabt? Oder was sind denn für dich jetzt die Konsequenzen? Wir hätten uns früher irgendwann mal kennengelernt. Du weißt, wie es ist. Warum sagst du sowas zu ihr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich möchte gerne eine Erklärung, Schatz. Es ist so peinlich, was du da gemacht hast. Das wird witzig nochmal. Das wird nochmal richtig krass witzig. Auf eure Meinung in den Kommentaren bin ich wirklich gespannt. Zum Thema Paulina und Henrik. Teilt ihr meine Meinung? Seht ihr das ähnlich? Könnt ihr das auch empfinden? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Schreibt es mir aber bitte ausführlich. Nicht immer so 2-3 Sätze, wo ich dann auch nicht verstehe, wie könnt ihr so denken, sondern wirklich mal ausführlich. Und weitere Trash-Videos findet ihr hier. Die könnt ihr anklicken, wenn ihr nicht genug bekommt von diesem Kram. Und ja, ansonsten abonniert den Kanal. Wir laden im Moment 3-4 Videos die Woche hoch. Dann bekommt ihr die ganze Dosis jede Woche und die ganze Dosis, wie nennt man das denn? Die ganze Dosis Gehirnkalk. Genau so hatten wir das genannt. Gehirnkalk. Und dann ja, hoffentlich sehen wir uns dann zum nächsten Video wieder. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.